Hi, Simon von Games and Tables hier und wir führen mal fort die Trickkiste über Star Wars X-Wing 2.0 und wir kommen jetzt zur Scum-Fraktion. Ein Schiff für Imperium, ein Schiff für Rebellen habe ich schon vorgestellt, jetzt Scum und dann das Ganze wieder von vorne, bis wir uns durch die ersten Welle-Releases durchgehangelt haben. Jetzt kommt zwar demnächst schon Welle 2, also Resistance und First Order und dazu halt dann auch nochmal da ein paar neue Schiffe, zum Beispiel der Mining-Teil für Scum. Aber ich versuche jetzt von Anfang den Release-Plan nachzuarbeiten, das heißt ein bisschen in Welle 2 hineinzutragen, dann Welle 2 abzuhandeln und hoffentlich schaffe ich das, bevor Welle 3 rauskommt. Diese Folge Fangfighter, also der mandalorianische Abfangjäger des Protektorats, könnte man so sagen. Und ja, wirklich der Interceptor für Scum, das Profil. Und hier sehen wir einfach mal die erste Schiffskarte, wir springen direkt rein. Zealous Recruit oder, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es in Deutschland gar nicht, fanatischer Recruit, genau, ist vom Profil her erstmal, ich würde mal sagen, typisch Abfangjäger. Ein Dreierangriff, also die gute Offensive, Dreierwendigkeit, die gute Wendigkeit und interessanterweise 4 Hüllenpunkte. Ein Hüllenpunkt mehr als der Imperial Interceptor und macht ihn dadurch auch weniger anfällig gegen Unlucky Dice. Also, wer schon mal Interceptoren gespielt hat, wird es kennen. Da kommt ein Angriff mit 3 Treffern vorm Gegner und man sagt sich, aha, aber ich habe ja 4 Wendigkeit und einen Fokus und man würfelt 4 Leerseiten. Dann ist das Schiff direkt weg. Der Fangfighter mit seinen 4 Hüllepunkten kann sowas einmal zumindest kompensieren. Man steht auf jeden Fall nicht an einem Lucky Shot. Der Gegner braucht 2 Angriffe, um ihn umzulegen. Oder er hat natürlich irgendwas wie ein Torpedo, der 4er Angriffswurf hat. Aber trotzdem 4 Lebenspunkte erstmal sehr gut. Dann die Aktion, Fokus, Zielerfassung und dann 2 Linked Actions. Fokus zu, Fassrolle zu rotem Fokus und Boost zu rotem Fokus. Auch das relativ typisch für Abfangjäger, dass sie halt aus Fassrolle und Boost noch irgendwie mehr generieren können. Das ist halt eine eher Standardaktion für solche Abfangjäger. Und das gepaart mit Fokus ist halt, Fokus ist die wichtigste Aktion, denn man kann es sowohl offensiv als auch defensiv nutzen. Situativ entscheiden, wo es wichtiger ist. Und da ist das schon mal eine sehr gute verlinkte Aktion. Jetzt hat der Fangfighter aber auch eine Schiffs-Sonderregel. Das war jetzt bei den beiden vorherigen, die ich vorgestellt habe, beim TIE Fighter und dem X-Wing noch nicht. Der X-Wing hatte zwar so eine Konfigurationskarte, die man quasi als Schiffs-Sonderregel sehen kann, aber auf dem Schiff selbst war nichts aufgedruckt. Beim Fangfighter ist es anders. Und zwar Concordia Face-Off. Also ich habe hier die englischen Karten, deshalb verzeiht, falls ich den deutschen Namen gar nicht weiß. Während man verteidigt, wenn die Angriffsreichweite 1 ist und man im Frontfeuerwinkel des Angreifers ist, darf man ein Ergebnis auf ein Ausweichen drehen. Zum Beispiel eine Leerseite beim Verteidigungswurf. Das stellt so ein bisschen dar, also ich meine, die Fangfighter sind ja aus der Rebels-Serie und ich habe sie selber nicht gesehen, aber mir sagen lassen, dass sie halt mit ihren Flügeln so herumwirbeln, damit gerade im frontalen Anflug sehr, sehr schwer zu treffen sind. Und ja, diese Fähigkeit spiegelt das A sehr gut wider und B ist sie saustark. Denn gegenüber der ersten Edition, man muss den Gegner selber nicht sehen. Es reicht einfach nur im Frontfeuerwinkel des Gegners zu sein, auf Range 1 und schon kann man ein Symbol auf Ausweichen drehen oder einen Würfel auf Ausweichen drehen und somit seine Defensive noch weiter fördern und damit die 4 Lebenspunkte noch wertvoller machen. Der kleinste Fangfighter kostet 44 Punkte. Man kann ihn also nicht 5-mal spielen, man kann ihn maximal 4-mal spielen. Man kann ihm aber auch noch Ausrüstung geben. Jetzt kommen wir schon auf den nächsten Step. Welche Slots hat er denn zur Verfügung? Und da wird es auf einmal sehr, sehr mau. Er hat nämlich, der kleinste, nur einen Torpedo-Slot. Mehr nicht. Die folgenden Piloten danach werden alle noch den Elite-Slot dazu haben. Aber das war's. Kein Modifikationsslot. Titel gibt es bisher noch keine für den Fangfighter. Daher hat er quasi den Slot auch nicht. Und insofern, er ist ein grundsolides Schiff, er braucht auch nicht viel Veränderung, aber man hat auch keine Option, ihn zu verändern. Er ist halt dann wirklich eingeschränkt auf das, was auf der Karte steht. Der Zealous Recruit, also der fanische Recruit, hat Initiative 1. Das ist eine zusätzliche Erschwernis, den kleinsten Initiativewert für einen Abfangjäger zu haben. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Spielstil dieses Schiffes rein. Also ich habe zwar grobe Gliederungen, aber die muss ich halt hier und da ein bisschen brechen und aus den Schritten springen. Wie fliegt man denn generell einen Abfangjäger? Nun, vom Namen her Abfangjäger, man möchte den Gegner abfangen, dass er irgendetwas nicht erreicht, würde es klingen, als würde man frontal drauf zu fliegen. Das ist aber Quark. Tatsächlich versucht man eher, den Gegner seitlich oder von hinten zu erreichen und so stark unter Beschuss zu setzen, dass das Ziel seinen Angriff abbrechen muss
und irgendwie einen selbst beantworten muss, sonst wird er zerstört. Das heißt, man nutzt die hohe Geschwindigkeit des Fangfighters aus. Auf das Manöverrad gehe ich gleich ein. Nutzt seine Möglichkeiten mit Fassrolle und Boost, sich in bessere, in überlegene Positionen zu bringen, um entsprechend konstant Schaden auf den Gegner anzubringen im Spiel und selber Schaden zu vermeiden. Spielt man mehrere Abfangjäger, muss einer davon das Opferlamm spielen, auf das sich der Gegner im Wesentlichen konzentrieren wird. Die restlichen können dem Gegner in den Rücken fallen. Im Optimalfall wird der Gegner sich aufteilen und jeder versucht, einen anderen Abfangjäger zu jagen, und dann hat man einen Riesenvorteil. Das sollte der Gegner von sowas allerdings nicht tun. Also im Spiel Abfangjäger eher Flanker, also über die Flanke hinweg schnelle Manöver, eindrehen und hinter dem Rücken, hinter dem Gegner wieder eindrehen und von dort angreifen, während die restliche Staffel oder ein Teil der Staffel frontal engaged und von dort die Bedrohung aufbaut. So ein bisschen Hammer- und Amboss-Prinzip. Er kann auch im speziellen Fall des Fangfighters als Jouster gespielt werden, dank seiner Fähigkeit. Ich würde es aber nicht zu sehr empfehlen, denn man muss auch auf Range 1 kommen, um dieses Face-Off zu benutzen. Sollte man das nicht erreichen, auf Range 2 ist die Todeszone für einen Fangfighter. Da ist er relativ schnell weg. 2 Angriffe, 3 Angriffe, er ist weg. Also lieber als Flanker spielen. Man kann aber gut mehrere davon spielen, wie ich in einem Video vielleicht schon gezeigt habe. Als ich 2 Skyscrollen, das ist der nächste, den ich gleich benennen werde, zusammen mit Han Solo geflogen bin und die beiden das fast im Alleingang gemacht haben. Jetzt einmal zum Manöverrad. So, das Manöverrad ist für einen Abfangjäger auch eher typisch. Wir haben einige blaue Manöver. Die komplette Zweierreihe außer den Talon Rolls ist blau. Wir haben aber auch 2er Talon Rolls. Die Zweier-Ecke, also das, die harte Kurve, dass die blau ist, ist halt, glaube ich, bei allen Abfangjägern, also es ist beim Imperial Interceptor, es ist definitiv auch beim A-Wing. Es wird auch beim Silencer sehr wahrscheinlich der Fall sein, es wird beim neuen A-Wing der Fall sein, der mit der nächsten Welle kommt. Also das ist so, dass das Typische für einen Abfangjäger, dass er halt auch sehr harte Kurven bequem fliegen kann, dadurch den Stress abbauen kann, den er meistens durch verknüpfte Aktionen bekommt. Aber sehr wertvoll hier sind definitiv die 2er Talon Rolls und die Möglichkeit halt auch 5 geradeaus zu fliegen. Also er hat die Geschwindigkeit. Im 1er Bereich nur die 1er Ecken, keine anderen 1er Manöver, also so, er braucht eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, kann aber sehr wendige, sehr kurze, enge Kurven fliegen. Und die 5 geradeaus, ich hatte es glaube ich im letzten Video auch schon mal gesagt, für den X-Wing, generelles Flanker-Konzept, man stellt ihn auf seinem Spielfeldrand auf, der Gegner, weiß ich nicht, in den meisten Fällen stellt man sich irgendwie diagonal gegenüber auf, weil man den frontalen Engage meistens vermeiden möchte und versuchen möchte, irgendwie den Gegner ein bisschen auszutricksen und Vorteil zu erlangen. Wenn er also schräg gegenüber aufstellt, kann man mit seinem Abfangjäger 5 geradeaus fliegen und mit dem Boost noch weiter geradeaus oder mit dem Boost schon mal eindrehen, nächste Runde wieder 5 geradeaus, und man kann sehr viel Strecke zurücklegen und durch den Boost seine Position schon etwas anpassen. Das ist also auch ein sehr wertvolles Manöver für Abfangjäger. Sonst will ich gar nicht weiter aufs Manöverrad eingehen. Es hat halt nicht allzu viele Überraschungen drin. Es ist, wie für die meisten Interceptoren halt, hat sehr viele Manöver zur Verfügung. Es hat auch 4 blau. Nicht so im schnellen Bereich. Also es geht nicht schneller als 3 geradeaus mit blauen Manövern. 4 geradeaus, 5 geradeaus sind weiß. Beim A-Wing sind die ebenfalls blau. Beim Interceptor ist wenigstens die 4 noch blau. Aber der ganze 2er Bereich ist blau und das sollte eigentlich ausreichen. Macht den Fangfighter aber auch ein bisschen berechenbarer, sollte er mehr auf Linked Actions setzen. So viel zum ersten. Jetzt bin ich schon viel darauf eingegangen, auf sein Profil. Die Besonderheiten, das ist ja ganz klar. Das Manöverrad, der Initiativewert, die Sonderregel und auch so ein bisschen die Flugweise. Aber was können eigentlich die anderen? Können die viel mehr, was die Flugweise vielleicht verändert? Wir haben zunächst den Skullscrawling Pilot, der andere nicht namhafte Pilot, der zur Verfügung steht, mit einem, wie vorhin schon gesagt, Elite-Slot. Initiative Wert 4, also ein Riesenschritt, 1 auf 4 hoch und für 50 Punkte glatt. Man kann ihn also 4-mal spielen, wenn man auf Ausrüstung verzichtet. Das kann man machen, denn er ist grundsolide. Initiative Wert 4 ist halt überdurchschnittlich, kann man sagen. Es geht ja nur von 1 bis 6, also 4 ist über der Hälfte. Ist aber trotzdem nicht der beste Initiativewert im Spiel. Also es gibt halt genug 5er und 6er, die halt dann diesen 4er austanzen werden. Und sollte man gegen andere 4er spielen, was relativ häufig der Fall ist,
hat man mit einer Liste mit 4 Skull Squadrons, die halt glatte 200 Punkte kosten, entsprechend keine Punkte, um die Wahl der Initiative für sich zu garantieren. Heißt, entweder ist es ein Würfelwurf oder aber der Gegner hat die Wahl. Und wenn man mit Abfangjägern zuerst fliegen muss, da hilft auch ein Crit eher selten, das, um diesen Nachteil halt auszugleichen. Denn man möchte wissen, wo der Gegner steht, um dann mit Boost und Fassrolle seine Position halt optimal anzupassen. Also 4 Stück, ich würde davon abraten. 2 bis 3 davon kann man sehr gut spielen, dann vielleicht ein günstiges Zusatzschiff, um halt auf etwa 190 bis 195 Punkte zu kommen, um halt da ein bisschen Wahl mit der Initiative zu haben. 190 ist schon sehr aggressiv, Bereich 195 ist schon eher angenehm, sollte man auch oft genug die Initiative mit für sich entscheiden können, beziehungsweise den Gegner die Initiative geben, damit man zuletzt fliegen kann bei gleichem Initiativewert. Wenn man dem Skull Squadron einen Elite-Pilot-Slot geben möchte, da würde ich konkret erstmal 2 verschiedene empfehlen. Und zwar Jagdinstinkt und Furchtlos. Jagdinstinkt ja, ist eine relativ, ich würde mal sagen, Standardkarte geworden für 2 Punkte. Sobald du einen Primärwaffenangriff durchführst, falls der Verteidiger in deinem Bullseye Feuerwinkel ist, darfst du einen Angriffswürfel neu werfen. Selbsterklärend, man kriegt halt einen Reroll für ein Schiff, das zwar eine Zielerfassung hat, diese aber nicht offen machen möchte, da es lieber einen Fokus hat. Durch die Positionierbarkeit mit Fassrolle und Boost kann man halt auch zusehen, dass man diesen Bullseye-Feuerwinkel öfter eingesetzt bekommt und dann hat man einen geschenkten Reroll. Das ist schon mal eine sehr solide Karte für gerade mal 2 Punkte. Furchtlos auf der anderen Seite ist nur für Scum and Villainy, kostet 3 Punkte und hat halt den Effekt, while you perform a... Also ich versuche es direkt mal parallel, ich habe halt auch da nur die englische Karte parallel ins Deutsche zu setzen. Während du einen Frontfeuerwinkel-Primärangriff durchführst und die Angriffsreichweite 1 ist und du im Frontfeuerwinkel des Verteidigers bist, darfst du einen Würfel auf einen Hit drehen. Da ist dann dieses Face-Off, was ich vorhin beschrieben habe, wo wirklich beide sich gegenseitig sehen müssen. Deshalb ist das auch prädestiniert für so einen Fangfighter, denn er hat auch in der gleichen Situation dann seinen Verteidigungsbonus gegen diesen Gegner, den er beschießt, und den entsprechenden Angriffsbonus, eine Leerseite, ein Auge, was auch immer man gerade braucht, auf einen Hit zu drehen und somit seine Offensive weiter zu pushen. Für gerade mal 3 Punkte. 3 Punkte sind wirklich nicht viel momentan in dem Spiel und man kann diese Position halt sehr gut erreichen. Wichtig ist hier Frontfeuerwinkel. Kämpft man gegen ein Turmschiff und das Schiff dreht den Winkel zur Seite, das zählt dann nicht als Frontfeuerwinkel, das heißt, die Fähigkeiten, sowohl das Concordia Face-Off als auch Furchtlos, funktionieren nicht in diesem Winkel, sie funktionieren nur im Frontwinkel. Der Gegner muss aber keine Bewaffnung im Frontwinkel haben, damit diese Fähigkeiten funktionieren. Man muss nur in diesem Bereich stehen. Egal, ob der Gegner dann schießen kann oder nicht, es reicht, wenn man in dem Bereich steht. Witzige Sondersituation. Kämpft man gegen ein, wie gerade schon beschriebenes, Turmschiff und das hat den Winkel zur Seite gedreht und man steht genau auf der Grenze zwischen dem vorderen Feuerwinkel und dem seitlichen Feuerwinkel, dann kann man sowohl Furchtlos als auch Concordia Face-Off nutzen, wenn man auf dieses Ziel schießt oder von diesem Ziel beschossen wird. Denn die Bedingung, im Frontfeuerwinkel zu sein, ist weiterhin gegeben, da man ja zum Teil in diesem Feuerwinkel ist. Und die Definition, in einem Feuerwinkel zu sein, sagt, irgendein Teil des Schiffes ist da drin. Man ist halt gleichzeitig in 2 Feuerwinkeln, aber da der Effekt nicht sagt, dass man in diesem Winkel auch beschossen werden muss, reicht es, da drin stehen zu stehen. Und das heißt, wenn man auf der Grenze zwischen dem vorderen und dem seitlichen Feuerwinkel steht, kriegt man seine Boni, auch wenn man seitlich quasi beschossen wird. So, jetzt gibt es noch 4 namhafte Piloten. Und dadurch wird das Video vielleicht auch ein etwas kürzeres im Vergleich zu den letzten beiden. Die fangen bei Initiativewert 4 an und gehen hoch bis 6, also das absolute Maximum. Fangen wir an mit Joy Rakoff. While you perform an attack, you may spend 1 charge from an equipped torpedo upgrade. If you do, the defender rolls 1 fewer defense die. Also, während man einen Angriff macht, kann man eine Ladung von einem ausgerüsteten Torpedo ausgeben, um den Gegner zu zwingen, einen Verteidigungswürfel weniger zu werfen. Da sind wir bei dem Torpedo-Slot, auf den bin ich bisher noch nicht eingegangen, weil ich der Meinung bin, dass der Torpedo für den Fangfighter tendenziell zu teuer ist. Im Epic-Spiel habe ich ihn eingesetzt, auf 2, weil da sind Punkte egal. In einem normalen Dogfight muss man sich wirklich gut überlegen. Man kann so einen Proton-Torpedo oder einen Advanced-Proton-Torpedo gut mal einsetzen, aber er hat nicht so die gelungenen Aktionen dafür. Er braucht eine Zielerfassung, das heißt, man muss erstmal die Zielerfassung nehmen, in der folgenden Runde fliegen, einen Fokus nehmen und hoffen, dass der Gegner richtig steht, um entsprechend feuern zu können.
Bei Joey Rakoff geht es mehr darum, diesen Torpedo niemals abzufeuern, sondern seinen Primärangriff zu machen und den Gegnern einen Wendigkeitspunkt zweimal im Spiel zu klauen. Warum zweimal im Spiel? Es gibt momentan nur drei Torpedos. Wir haben den Proton-Torpedo mit 2 Ladungen für 9 Punkte. Wir haben den verstärkten Proton-Torpedo für 6 Punkte mit einer Ladung. Und wir haben die Ion-Torpedos für ebenfalls 6 Punkte mit auch 2 Ladungen. Also, wenn man auf Joey Rakoffs Fähigkeit setzt, ist der Ion-Torpedo die Qual der Wahl, denn man hat 2 Ladungen für möglichst wenig Punkte, also kann man diese Fähigkeit zweimal nutzen. Das Problem, was ich damit habe, ist, man hat Mehrkosten, die leider nicht berücksichtigt wurden in der Bepreisung des Piloten. Denn er kostet 52, also schon 2 Punkte mehr als der normale Skull Squadron. Und da hätte ich schon gesagt, okay, es ist zwar nicht viel mehr, aber sein Effekt, seine Fähigkeit hat keinen Nutzen, wenn er nicht eine zusätzliche Karte ausrüstet. Und diese zusätzliche Karte, die er ausrüstet, wenn er da Ladungen von runternimmt, kann er entsprechend diese Ausrüstung nicht auf ihre eigene Weise nutzen. Also ja, er könnte einen Proton-Torpedo schießen und mit der zweiten Ladung die Wendigkeit senken, um einen starken Angriff zu machen. Aber warum zahlt er 2 Punkte dafür? Und man sagt nicht einfach, okay, er kostet das gleiche wie ein Skull Squadron, er ist einzigartig, also man kann ihn nur einmal spielen. Und er muss halt einen Schuss des Torpedos opfern, um die Wendigkeit einmal zu senken, was an sich sehr situativ ist. Gegen Schiffe mit 3er Wendigkeit kann das sehr gut sein, weil man dann halt irgendwie Schaden durchbekommt. Gegen Schiffe mit 2 oder 1er Wendigkeit würde ich lieber einen zweiten Schuss machen. Also später in der Runde nochmal den starken Torpedoschuss machen. Also Joey Rakoff finde ich persönlich nicht so richtig gelungen vom Design her. Es ist eine nette Idee und er könnte gut werden, wenn es demnächst Torpedos gibt, die ein besseres Verhältnis zwischen Punktkosten und Ladungen haben als der Ion-Torpedo. Gehen wir zum nächsten. Cut Solos, Initiative Wert 4. Und der ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Denn after you fully execute a red maneuver, gain 2 Focus Tokens. Nach dem kompletten Durchführen eines Manövers 2 Focus zu bekommen, ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut, weil er sehr angenehme rote Manöver hat. Er hat den 4er Koyogran und er hat die 2er Talon Roll. Gepaart mit relativ vielen blauen Manövern kann natürlich dann nach einem roten Manöver blau fliegen, normale Aktion machen, vorzugsweise keine verknüpfte Aktion, um dann danach wieder rot zu fliegen und seine 2 Fokus zu bekommen. Wenn man es aggressiv ausnutzen möchte. Man kann auch sagen, hey, es kommt immer wieder die Situation, wo ich eine Koyogran brauche und in dieser Runde habe ich dann zwar keine Aktion, aber trotzdem 2 Fokus, das heißt, ich stehe nicht schutzlos da, wie sonst es ein Fangfighter tun würde. Kann danach relativ normal fliegen und irgendwann kommt nochmal eine Situation mit einer Koyogran oder einer Talon Roller, die nötig ist, um diese Fähigkeit nochmal zu nutzen. Ich finde Cut Solos Fähigkeit tatsächlich dadurch ziemlich gut. Er kostet 54 Punkte, also nochmal 2 Punkte mehr als Joy, 4 Punkte mehr als Skull Scrollen, aber das lohnt sich. Das ist eine starke Fähigkeit, die 4 Punkte sind da gerechtfertigt. Und hier würde ich einen anderen Elite-Slot empfehlen, wenn man aggressiver diese Fähigkeit nutzen möchte. Und zwar schwer zu treffen. Ist für kleine oder mittlere Schiffe, also ist der Fangfighter als kleines Schiff definitiv qualifiziert. Hat eine Ladung und sagt, sobald du verteidigst, darfst du eine Ladung ausgeben, um einen Verteidigungswürfel neu zu werfen. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast, stelle eine Ladung wieder her. Soll heißen, er möchte sowieso öfter mal rote Manöver fliegen, er kriegt dann seinen Reroll für die Verteidigung wieder und kann deshalb immer wieder mal einen Würfel in der Verteidigung auch wiederholen. Und damit länger am Leben bleiben. Schwer zu treffen kostet ebenfalls nur 3 Punkte, bringt ihn auf insgesamt 27 Punkten, Torpedo braucht man nicht und man hat einen ziemlich soliden Flanker auf etwas überdurchschnittlichem Initiativewert mit 4. Die nächsten beiden haben höheren Initiativewert und werden gerade deshalb noch interessanter. Der alte Teroch, Initiativewert 5 und vielleicht sogar der stärkste Fangfighter, mit der Fähigkeit am Anfang der Engagement-Phase, also der Kampfphase, darf man ein gegnerisches Schiff auf Reichweite 1 wählen. Ist man in dessen vordere, also Frontfeuerwinkel, muss das Schiff alle grünen Marker entfernen. Alle Fokus, alle Ausweichen, alle Calculate-Marker und alle Verstärken-Marker, die ebenfalls grün sind. Soll heißen, er ist ein schönes Kontrollelement als Flanker, der in den Frontfeuerwinkel hinein möchte und dann noch seine Verteidigung auch verbessert hat. Also, ja, es ist keine eierlegende Wollmilchsau, aber sehr nah dran, da er sehr viele Sachen gibt und auch mit INI 5 extrem guten Initiativewert hat. Er fliegt tendenziell,
als letztes oder zumindest sehr spät. Und wenn man seine Liste halt anpasst, wie vorhin schon gesagt, auf diese 190 bis 95 Punkte und man damit die Initiative den Gegner geben kann, sind die einzigen, die nach ihm fliegen, Initiativewert 6er. Und von denen jetzt nicht allzu viele und die sind ziemlich teuer. Also ist Otero wirklich eine sehr gute Wahl und er kostet gerade mal 56 Punkte. Also nur 2 Punkte mehr als Katsolos, für ein Ini mehr und halt diese grandios starke Fähigkeit dazu. Otero würde ich daher entweder mit Furchtlos spielen oder mit Jagdinstinkten. Tendenziell eher mit Furchtlos, da er halt in diesen vorderen Feuerwinkel des Gegners rein möchte und damit seine Offensive pushen kann und den Fokus deshalb vielleicht für die Defensive zurückhält. Definitiv ein sehr cooler Pilot. Und man kann auch gut überlegen, Otero und Katsolos zu kombinieren, beide zu spielen. Der eine möchte frontal, der andere möchte mehr in den Rücken des Gegners. Man kann den Gegner von 2 Seiten behaken und in der restlichen Staffel vielleicht noch ein bisschen was Supporter-mäßig zu spielen oder ein bisschen Masse mit Z95, Quad-Jumpern oder Kiraxen reinzubringen und die beiden als Elite-Piloten halt wirklich einzusetzen. Konkreteres Beispiel, Katsolos zum Beispiel mit schwer zu treffen, 57 Punkte. Otero auch mit furchtlos, 59 Punkte. Und dazu 2 Kiraxe zum Beispiel mit, ich glaube, 40 Punkte kosten die glatt. Hat man nicht ganz 100 Punkte. Man hat, wenn ich es jetzt nicht falsch gerechnet habe, 196 Punkte, damit eine relativ gute Chance, die Initiative abzugeben. Oder für halt diese 80 Punkte, die man für Kirex ausgibt, Z spielen 3 Stück oder Quadjumper. Da kriegt man nicht 3 rein, dann hätte man wieder die vollen Punktzahl von 200, sollte man vermeiden bei den Quadjumpern. Aber ihr merkt vielleicht, worauf ich hinaus will. Irgendwie was noch dazu, was ein bisschen solider ist, was einfach konstant auf den Gegner zufliegt und den anderen beiden ermöglicht, eben diese freie Wahl der Positionierung zu haben, weil der Gegner irgendwas beantworten muss. Und wenn er einen Flanker beantwortet, heißt das, die restliche Staffel ist in seiner Seite, in seinem Rücken und nimmt ihn auseinander. Der letzte Pilot hier ist Fen Rao. Initiativewert 6, höchste Initiativewert im Spiel und schon in der ersten Edition eine ziemliche Sau gewesen. Er ist immer noch sehr stark, aber sie haben punktemäßig es jetzt mehr angepasst, wodurch er schwieriger einzusetzen wird, möchte ich jetzt einfach sagen. Also, Fenraus Fähigkeit ist erstmal, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn die Angriffsreichweite 1 ist, darfst du einen zusätzlichen Würfel werfen. Das ist nicht an irgendwelche Feuerwinkel gebunden. Das heißt, wenn er in Range 1 hinterm Gegner steht, hat er einen extra Angriffswürfel, dann wirft er 5 Würfel. Wird allerdings auf Range 1 beschossen, der Gegner ist hinter ihm zum Beispiel und schießt mit einer Turret seitlich auf ihn, dann hätte er zwar seine Concordia Face-Off-Fähigkeit nicht, aber trotzdem den extra Verteidigungswürfel, also 4 Verteidigungswürfel auf Reichweite 1. Wenn die Concordia Face-Off-Fähigkeit auch noch triggert, weil er im Frontfeuerwinkel ist, sind das 4 Würfel mit einem automatischen Ausweichen da drin und dann halt gegebenenfalls noch einen Fokus ausgeben, um die Defensive perfekt zu machen. Also Fen Rao definitiv eine sehr starke Fähigkeit. Aber jetzt kommt 68 Punkte. Er kostet 12 Punkte mehr als Old Terror. Und das ist ein Riesenbatzen. Er hat da noch kein Elite-Upgrade, er hat kein Torpedo. Den Torpedo würde ich definitiv rauslassen, denn er will auf Rage 1. Ein Advanced Proton-Torpedo hätte zwar einen Würfel, also er hätte auch 5 Würfel, aber die kriegt er ja selber zusammen. Also braucht er nicht den ganzen Zielerfassungsquark dazu zu betreiben. Einfach nur seine Fähigkeit nutzen und deshalb dann entweder mit Furchtlos oder mit Jagdinstinkten. Da tendenziell vielleicht eher Jagdinstinkt, das kann er auch nutzen, wenn er hinter dem Gegner steht, um bei der Masse an Würfeln einen wiederholen zu können. Bringt ihn hoch auf 70 Punkte mit Jagdinstinkt, heißt, es ist mehr als ein Drittel der Liste und man muss gut überlegen, was man dann dazu kombiniert, da er halt trotzdem nur seine 4 Hüllenpunkte hat. Also ein Schiff, das man sehr bewusst und sehr gezielt einsetzen muss, wenn man einen Manöverfehler macht, knapp auf dem Hindernis landet, knapp in den Gegner kollidiert und dadurch Aktionen verliert, kann er sehr schnell gehen und das tut dann mit den 70 Punkten schnell weh. Deshalb finde ich Old Terror wirklich als der bessere Pilot von den beiden, da er zwar nicht den hohen Ini-Wert hat, aber eine starke Fähigkeit und halt nicht so übertrieben viele Punkte kostet. Die Punkte sind gerechtfertigt. Es ist jetzt nicht, dass Fen Rao zu teuer ist, aber man muss es sich gut überlegen, ob man halt diesen Initiativewert von 6 wirklich braucht und ob man ihn geschickt einsetzen kann. Und da würde ich dann wirklich warnen. Damit bin ich mit dem Fangfighter auch schon durch. Jetzt noch ein bisschen auf Meta und also Turniere und auch so ein bisschen vielleicht grob einen Werdegang. Also
Im kompetitiven Rahmen sehe ich den Fangfighter auf jeden Fall. Er ist ein super starkes Schiff und wie auch von den, in den Videos von der Star Championship, wie ihr da sehen konntet, ist Old Terror halt wirklich eine sehr starke Auswahl. Man kann auch gut halt die kleineren spielen und sie sind einfach immer solide. Sie haben ein sehr effizientes Manöverrad, effiziente Aktion, effizientes Profil mit einer guten Fähigkeit. Und der Skullscroller mit Initiative-Wert 4 ist halt wirklich genau in diesem, ja, in diesem Bereich, den man eigentlich haben will, wo es aber dann schnell mal schwierig wird, weil viele Schiffe in diesem Initiative-Wert 4-Bereich sind. Dann noch ein bisschen zu meinem persönlichen Eindruck. Also gut, es sind ja viele persönliche Eindrücke, aber als Gammon Villainy damals rausgekommen ist, gab es ja erstmal nicht wirklich viel. Es gab halt ein paar Schiffe und dann kam irgendwann der Kirax als quasi X-Wing. Den Kirax fand ich richtig cool, der hat mir richtig Spaß gemacht. Der war ein solides Schiff, man konnte ihn halt bequem mehrmals spielen. Man konnte ihn sogar fünfmal spielen, weil er nur 20 Punkte gekostet hat, einen Punkt weniger als der X-Wing damals. Und ich fand den Kirax schon eigentlich wirklich einen sehr guten Allrunner. Er wurde zwar ein bisschen ausgetanzt und es war schwierig, ihn halt richtig ganz effektiv zu nutzen, aber er hat viel Spaß gemacht. Er wurde komplett vom Fangfighter abgelöst in der ersten Edition, da der Fangfighter ja quasi das gleiche gekostet hat, aber mehr gemacht hat. Er hatte nur einen Lebenspunkt weniger, hatte Wendigkeit mehr, hatte besseres Manöverrad, bessere Aktion und. Weswegen der Fangfighter in der ersten Edition extrem stark war. Und falls ihr ein bisschen in unseren Videos ein bisschen zurückgeht, ich habe mal ein Turnier mit 4 Fangfightern gespielt mit Atani Mindlink. Das war, ich würde sagen, broken, definitiv. Auch wenn ich das Turnier nicht gewonnen habe. Hier und da wegen Manöver, hier und da wegen Würfel, das Übliche. Aber es hat viel Spaß gemacht, mit den Vieren zu spielen. Es hat mir richtig viel gefallen und ich finde es gut, dass es das nicht mehr gibt. Trotzdem kann man 4 Fangfighter spielen. Auch wenn sie keinen Broken Atani Mindlink mehr haben, sind die gut, aber man muss halt aufpassen, wenn der Gegner die Wahl eh nie hat und deshalb nach einem fliegt, wird es schnell eng. Aber ja, der Fangfighter, eine sehr solide Auswahl. Man kann mit ihm wenig falsch machen, man sollte aber trotzdem auf diverse Antworten achten. Bomben sind ekelhaft. Dann große Burst-Angriffe können ekelhaft sein für solche Abfangjäger, die halt auf ihre Verteidigungswürfel sehr angewiesen sind. Und wenn da mal ein niedriger Wurf bei rauskommt, hagelt es richtig Schaden auf ein Schiff, das trotzdem mit 4 Hüllenpunkten nicht allzu viele hat. Dann haben Abfangjäger auch immer so ein bisschen Schwierigkeit. Da ist immer so ein Wettrennen um den höheren Initiative-Wert, denn wer zuletzt fliegt, hat einfach den Positionierungsvorteil. Auf der anderen Seite sind die sehr gut gegen niedrige Initiative-Werte und gegen vor allem auch Jousting, weil sie eben diesen Verteidigungsbonus kriegen. Sie können da versuchen, einzelne Ziele sich rauszupicken und sich in Range 1 hinein zu bewegen. Also, insgesamt ist der Fangfighter ein sehr cooles Schiff, eine sehr starke Auswahl des Scum and Villainies. Und beschränken wir uns mal auf den Auswahlpool von der zweiten Edition, also was jetzt neu für die zweite Edition ist. Heißt X-Wing, TIE Fighter, TIE Advanced, Y-Wing, Fangfighter, Firespray und der YT-1300 für Scum, ist der Fangfighter definitiv eines der stärksten Schiffe momentan. Was Scum einen kleinen Vorteil vielleicht gibt, aber es kommen ja noch folgende Wellen und da kommen noch neue Sachen, was das Ganze wahrscheinlich ausgleichen wird. Und betrachten wir den gesamten Pool an Schiffen, an Piloten, ist er stark, aber es gibt immer eine Antwort dagegen. Insofern, das ist der Einblick oder mein Eindruck vom Fangfighter. Es ist nach wie vor eins meiner Lieblingsschiffe bei Scum and Villainy und er macht halt jede Menge Spaß zu fliegen. Ist aber auch anspruchsvoll. Also man muss halt wirklich gut überlegen, wo man ihn hin platziert. Ein Manöverfehler kann einen das Schiff kosten, wie es halt für alle Abfangjäger gilt. So, ich hoffe, das war informativ. Ich hoffe, das war interessant. Falls ihr noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, unten in den Kommentarbereich oder bei uns auf dem Discord-Server den regen Diskussionen da, an den regen Diskussionen teilhaben, so rum. Und ansonsten bereite ich dann demnächst die nächste Trickkiste vor mit, ich glaube, dann kommt der TIE Advanced. Und danach wird vermutlich Joscha die Rebellen übernehmen für die weiteren Trickkistenfolgen dazu. Also wieder ein paar andere Gesichter außer meinem eigenen vor der Kamera. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.